ich bin Marie Ziegel. Herzlich willkommen auf Blog 5. Ich berichte heute von dem Handbuch, eine Studienpublikation von der FH Joanneum, Studiengang Informationsdesign. Dieses Buch war ein Projekt vom fünften Semester, wo 30 Leute eben der Major Kommunikationsdesign eine Publikation gestaltet hat. Sinn der Sache war, es hat ein Wort gegeben, das Wort Hand. Und zu diesem Wort gab es mehrere Begriffe. Jeder Student hat etwa 4 bis 5 Begriffe gehabt und musste die umsetzen in einer illustrativen Weise, in einer fotografischen Weise, mit Typografie, also die unterschiedlichsten Wege. Es war sehr frei, wie das Ganze interpretiert wurde. Es ging einfach nur darum, dass alle Sachen in Schwarz-Weiß waren, also komplett in Graustufen eben. Und diese Farbe dann wirklich als einzige knallige, aussagekräftige Farbe genommen worden ist und nur in ganz, ganz geringer Form in diese Illustration oder diese Fotografie eingebaut wurde. Und zu diesen grafischen Umsetzungen wurden dann auch von den Studenten Texte verfasst, die einerseits einen lexikalischen oder wörterbuchartigen Inhalt hatten, aber auf der anderen Seite gab es auch eigene Interpretationen, die teilweise humorvoll waren, ernst. Die Gedichte waren Liedertexte, also komplett unterschiedlich eigentlich. Und im Endeffekt ist es eigentlich sehr schön geworden. Wie viele Leute waren beteiligt daran? Es waren im Endeffekt eigentlich 30 Leute daran beteiligt. Also unser Studiengang teilt sich im fünften Semester in Media and Action Design und Kommunikationsdesign. Und dieser Kommunikationsdesign-Major hat das dann wirklich gemacht. Und dann gab es noch einen kleinen Teil von Leuten, etwa 10 Leute, die in der Redaktion waren, die aber auch im Layout beteiligt waren und die sich dann um dieses Organisatorische eigentlich gekümmert haben, sowohl auch um die Reinzeichnung und auch um den Druck dann. Zu kaufen gibt es das Ganze auf der FH Joanneum, nehme ich an? Genau, ja, es gibt es bei uns zu kaufen, vor allem heute eben auf diesem Stand und kostet 18 Euro. Und ja, wir freuen uns einfach, wenn wir viele Leute finden, die sich dafür begeistern können, so wie wir das damals gemacht haben. Gut, danke vielmals. Vielen Dank.